Mein Name ist Martin Vogel und wir sind hier in der Agrargenossenschaft Memmendorf. Wir haben eine Biogasanlage und beteiligen uns auch an einem Regionalmarkt. Und natürlich gibt es die Tierproduktion in unserem Betrieb mit etwa 1600 Rindern, davon 800 Milchkühen. Wir haben 200 Mutterschafe mit Nachzucht und für diesen Bereich bin ich verantwortlich. Das Ziel in der Milchviehhaltung bei uns ist eine gesunde Milchviehherde, die ohne Rohproteinüberschuss gefüttert wird und trotzdem optimale und hohe Leistung bringt. Wir hatten zur damaligen Zeit ein sehr veraltetes Melksystem, zwei Fischgrätenmelkstände. Wir hatten auch personell Probleme und deswegen stand für uns eigentlich nur die Entscheidung, in ein automatisches Melksystem zu investieren. Ziel war für uns, keine Kuhplätze im Stall zu verlieren. Deswegen wollten wir die Roboter nicht in den Boxen aufstellen und haben nach einer Lösung gesucht, die Roboter außen zu platzieren. Leli hat uns dann eine Lösung gezeigt, wie es funktionieren könnte, und das hat uns gut gefallen. Die Umstellung aufs automatische Melken war für die Kühe kein Problem. Es ist wesentlich mehr Ruhe in der Herde, wenn die Kühe nicht mehr mehrmals am Tag zum Melken gedriftet werden. Die Kühe sind entspannter und das Arbeiten mit den Tieren fällt wesentlich leichter. Also bei uns hier in der Milchviehhaltung arbeiten zurzeit 11 Personen. Das bedeutet 3 Personen am Roboter in Schichten, 3 Personen in der Reproduktion, Kälberaufzucht in Schichten. Wir haben 2 Personen, die in der Fütterung tätig sind und einen Springer, der in Urlaubs- und Krankheitsfällen einspringt und meine Kollegin und mich. Durch die vielen Daten und Informationen, die wir von Horizon bekommen, ist es natürlich einfach, die Herde zu kontrollieren. Wir nutzen vor allen Dingen die Akut-Krankliste, um zu schauen, wie es den Kühen geht. Und wir nutzen vor allen Dingen auch die Liste zum Wiederkauen. Ich schaue mir täglich die Milchproduktionsdaten an, Milchmenge, Inhaltsstoffe der Milch, Zählzahl. Das gibt mir halt Auskunft über den Gesundheitsstatus der Herde oder welche Entscheidungen in Bezug auf Fütterung getroffen werden müssen. Wir haben 160 bis 170 Kühe pro Gruppe und natürlich ist es da schwierig, einzelne Tiere zu finden. Durch den Cow-Locator wird uns diese Arbeit sehr erleichtert. Der größte Vorteil ist die Unabhängigkeit, die man hat. Man ist nicht an bestimmte Zeiten gebunden, um zum Melken da zu sein. Man kann sich den Tagesablauf frei gestalten. Wir haben jetzt Mitarbeiter, die motiviert sind, gern hier arbeiten und ja, das hat gut funktioniert. Leli ist für uns immer erreichbar und Leli gibt uns Hilfestellungen bei ganz verschiedenen Problemen. Eigentlich ist Leli in jeder Hinsicht für uns da.